Ja, und da war dann noch die Sache mit dem gedankenfreien Bewusstsein. Ich war zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe zu meditieren, Konstrukteur, Maschinenbaukonstrukteur. Und für mich damals als Konstrukteur waren Gedanken ein notwendiges Werkzeug, um neue Dinge zu erschaffen. Also nachdenken, Lösungen finden, zu Papier oder damals ins CAD hineinbringen. Also wollte ich nicht aufhören zu denken. Ich dachte sogar eher, wenn ich jetzt aufhöre zu denken, verliere ich meinen Job vielleicht, weil dann kann ich ja nicht mehr arbeiten. Also hatte ich ein bisschen Angst vor diesem gedankenfreien Bewusstsein. Und ja, vielleicht ein kurzer Ausflug, was sind Gedanken tatsächlich? Also das ist eigentlich etwas, was so von links nach rechts geht im Gehirn. Also kommen aus der Zukunft, was habe ich noch zu tun? Und kommen aus der Vergangenheit, was ist gestern schon wieder gewesen, was ist da noch zu erledigen. Also im Prinzip sind unsere Gedanken so ein Austausch von Vergangenheit und Zukunft. Aber im Hier und Jetzt gibt es keine Gedanken. Nun, und es heißt, dass wenn die Kundalini aufsteigt, geht sie zwischen zwei Gedanken in die Pause hinein und dann kommt dieses gedankenfreie Bewusstsein. Und man kann denken, man muss aber nicht. Also dieses Heimkino, dieses Ding, was dann, wenn man schlafen geht und nachdenkt über den Tag, das ist dann weg. Nun, wie gesagt, ich hatte Angst, nicht zu denken. Und dann saß ich in der Arbeit und habe anstrengend über etwas nachgedacht, wie ich eine Lösung finden kann für ein technisches Problem. Und auf einmal war es still in meinem Kopf. Und das war sehr spannend, weil ich habe damit nicht gerechnet, das war einfach da. Plötzlich war so diese wirklich Stille, keine Gedanken da. Der erste Gedanke war dann nicht ein Gedanke, sondern ein Gefühl der Panik. Hups, jetzt ist es soweit, ich denke nicht mehr. Oh je. Aber ich hab dann doch gedacht. Und das Interessante ist, dann kamen plötzlich Ideen, die ich vorher nicht hatte. Lösungen zu einem Problem, die mir vorher nicht greifbar waren. Denn jetzt war mein Kopf frei für die Dinge, die ich aus der Inspiration heraus bekommen hätte können, wäre ich nicht durch die ständigen Werbeeinschaltungen von Vergangenheit und Zukunft geblendet gewesen. Und das war ein sehr, sehr spannender Moment. Und dann habe ich begonnen, es zu genießen, nicht zu denken. Mittlerweile ist es so, dass ich fast den ganzen Tag nicht denke, soweit es mir gelingt. Und das ist sehr angenehm. Ich habe mich sogar so an die Ruhe gewöhnt, dass wenn dann tatsächlich mehrere Gedanken auf mich einprasseln und nicht loslassen, dass es schon richtig unangenehm ist. Das Schöne ist halt, dass durch diese Satyoga-Meditation das wirklich von alleine geht, ohne dass ich jetzt bewusst etwas tue. Ich meditiere in der Früh gemütlich und bereite mich damit auf den Tag vor. Damit sind dann die Gedanken weg und ja, dann genieße ich das tagsüber so gut es geht, gedankenfrei zu bleiben. Und am Abend, wenn der Tag halt vorbei ist, dann meditiere ich noch einmal und schaue, dass dann die Gedanken, die jetzt noch auftauchen, einfach wieder verschwinden aus meinem Leben. Und dann schlafe ich auch sehr gut.